Willkommen zurück bei Digital Zeitreise, wo wir Sie heute in der Zeit zurückbringen, zum Vorabend des 22. Dezember 1805, um einen der ikonischsten Momente der Militärgeschichte zu erleben. Die Schlacht von Austerlitz. Auch bekannt als die Schlacht der drei Kaiser, markierte dieser epische Zusammenstoß den Höhepunkt des Krieges der Dritten Koalition. Begleiten Sie uns auf dieser Reise durch die schlauen Strategien von Napoleon Bonaparte, die kühnen Manöver der Armeen und die Schlüsselereignisse, die zu einem der glänzendsten und entscheidendsten Siege in Napoleons Karriere führten. Wir werden gemeinsam entdecken, wie diese Schlacht den Lauf der europäischen Geschichte geprägt hat. Nach dem Italienfeldzug 1800 und der Schlacht von Marengo zwang Napoleon die Österreicher, sich aus Italien zurückzuziehen und ließ nur das Vereinigte Königreich gegen Frankreich kämpfen. Diese Pattsituation zwischen Frankreich und dem Vereinigten Königreich führte zur Unterzeichnung des Vertrags von Amiens im 1802, der die Feindseligkeiten in Europa vorübergehend beendete. Jedoch befriedigte der Vertrag weder Frankreich noch das Vereinigte Königreich, was zu neuen Spannungen und schließlich zur Wiederaufnahme der Feindseligkeiten im 1803 führte. Im 1804 erklärte sich Napoleon zum Kaiser und begann eine Armee zu sammeln, anfangs um die britischen Inseln zu invadieren. Dieser Plan scheiterte und angesichts der Bedrohung durch Angriffe von kontinentalen Mächten benannte Napoleon die Armee in Grande Armee um und verlegte sie an die Rhein- und Donaufronten. In der Zwischenzeit bildeten das Vereinigte Königreich, Österreich, Russland und das Königreich Neapel die dritte Koalition gegen Frankreich. Österreich eröffnete die Bodenfeindseligkeiten im September 1805, indem es das mit den Franzosen verbündete Bayern invadierte. Napoleon reagierte schnell, umzingelte und zwang die österreichische Armee bei Ulm zur Kapitulation. Dieser Sieg ermöglichte es den Franzosen, Wien zu besetzen und sich auf die entscheidende Schlacht gegen die vereinten russischen und österreichischen Streitkräfte vorzubereiten, die sich unter dem Kommando des russischen Generals Michail Ilarionowitsch Kutusow versammelten. Diese Ereignisse ebneten den Weg für die Schlacht von Austerlitz, die am 22. Dezember 1805 ausgetragen wurde. In dieser Schlacht nutzte Napoleon geschickt seine Position, indem er Schwäche vortäuschte, um die österreichisch-russischen Streitkräfte auf sein bevorzugtes Terrain zu locken. Diese Bewegung erwies sich als entscheidend und ermöglichte der französischen Armee einen überwältigenden Sieg, der den größten militärischen Erfolg Napoleons markierte und zum Ende des Heiligen Römischen Reiches im 1806 führte. Die Grande Armée Française, unter dem Kommando von Kaiser Napoleon Bonaparte, zählte sie etwa 73.000 Männer. Es war eine gut ausgebildete und erfahrene Armee aus vielen Kampagnen, angeführt von erfahrenen Kommandanten wie den Marschällen Nicolas Jean de Dieussul, Jean Lannes und der Kavallerie unter Joachim Murat. Die französische Streitmacht war gekennzeichnet durch eine Kombination aus Infanterie, Kavallerie und Artillerie, mit einem bemerkenswerten Schwerpunkt auf schneller Bewegung und aggressiven Taktiken. Die vereinte österreichisch-russische Armee unter dem Kommando des russischen Generals Michail Ilarionowitsch Kutusow mit der Zusammenarbeit des österreichischen Generals Franz von Weyrother bestand aus über 85.000 Männern. Diese Koalition umfasste sowohl österreichische als auch russische Truppen und präsentierte eine Mischung aus verschiedenen Kampflehren und Erfahrungsstufen. Während die Russen für ihre Widerstandsfähigkeit und die Fähigkeit, lange in der Schlacht zu bestehen, bekannt waren, hatten die Österreicher eine solide militärische Organisation, waren aber in früheren Gelegenheiten von Napoleon besiegt worden. Der Unterschied in der Truppenzahl spiegelte nicht notwendigerweise einen Vorteil für die österreichisch-russischen Streitkräfte wider, da die Qualität der Ausbildung, die Führung und die Taktik eine entscheidende Rolle im Ausgang der Schlacht spielten. Die Anfangsphase der Schlacht von Austerlitz war durch eine ausgeklügelte Täuschungsstrategie von Napoleon gekennzeichnet. Da er nicht auf Olmütz vorrücken konnte, beschloss er, die österreichisch-russischen Streitkräfte durch Simulation von Schwierigkeiten in die Schlacht zu locken. Nach einigen ungünstigen Zusammenstößen zog sich Napoleon verteidigend zurück, was den Eindruck von Schwäche erweckte und die Verbündeten glauben ließ, dass sein Heer in äußerster Not war und nach einem Waffenstillstand strebte. Am 1. Dezember diskutierte ein österreichisch-russischer Rat die Pläne für die bevorstehende Schlacht und beschloss, die anscheinend wenig verteidigte rechte Flanke der Franzosen anzugreifen. Die meisten verbündeten Kräfte konzentrierten sich auf diesen Angriff unter dem Kommando von Friedrich Wilhelm von Buxhoeveden, mit der Absicht, die französische Rechte über den Bach Goldbach zurückzudrängen.
In der Zwischenzeit schwächte Napoleon absichtlich seine rechte Flanke, um den österreichisch-russischen Angriff zu ermutigen. Sein Plan sah einen Gegenangriff vor, der die feindliche Aufstellung spalten, das Pratzenplateau zurückerobern und einen entscheidenden Angriff auf das feindliche Zentrum starten sollte. Die Schlacht begann mit dem Angriff der 1. österreichisch-russischen Kolonne auf das Dorf Telnice, das vom 3. französischen Linienregiment verteidigt wurde. Nach heftigen Kämpfen wurden die Franzosen gezwungen zurückzuweichen, konnten aber Telnice dank eines Gegenangriffs der Vorhut von Davao zurückerobern. Napoleons große Falle in der Schlacht von Austerlitz basierte auf Täuschung und Manipulation der Wahrnehmung der verbündeten Streitkräfte. Napoleon simulierte eine Schwächeposition, indem er seine Armee von Schlüsselpositionen wie dem Pratzenplateau zurückzog. Dieser Rückzug wurde unordentlich durchgeführt, um den Eindruck einer fliehenden und desorganisierten Armee zu erwecken. General Jean-Marie René Savary wurde mit einer Nachricht von Napoleon, die den Wunsch ausdrückte, eine Schlacht zu vermeiden, zum verbündeten Hauptquartier geschickt, was den Eindruck französischer Schwäche weiter verstärkte. Diese Züge veranlassten die österreichisch-russischen Kommandanten, insbesondere die Adjutanten des Zaren und den österreichischen Stabschef Franz von Weyrauter, die französischen Kräfte zu unterschätzen und sie zu einem übereilten Angriff zu drängen. Zar Alexander I. und Franz II. Wurden von ihrem Hof und ihren Kommandanten beeinflusst, die einen sofortigen Angriff vorschlugen, trotz der Vorbehalte von General Kutuzov. Napoleons Plan war es, die österreichisch-russischen Streitkräfte in eine verwundbare Position zu locken und sie dann mit einem blitzschnellen Gegenangriff zu treffen. Der Hauptstoß sollte vom 4. Korps unter Soult geführt werden, das die dichte Nebeldecke nutzen würde, um unbemerkt vorzurücken und einen Überraschungsangriff auf das Pratzenplateau zu starten. Diese Manöver würden es den französischen Streitkräften ermöglichen, die feindliche Aufstellung zu zerteilen, die Verbündeten zu überraschen und ihre Desorganisation auszunutzen. Das Gelände der Schlacht von Austerlitz war durch Elemente gekennzeichnet, die die Taktiken und das Ergebnis des Kampfes erheblich beeinflussten. Das zentrale Gebiet der Schlacht wurde vom Pratzenplateau dominiert, einer erhöhten und strategischen Position. Der dichte Nebel, der das Gelände in den frühen Stunden der Schlacht bedeckte, bot einen signifikanten taktischen Vorteil, indem er die Bewegungen von Napoleons Truppen verbarg. Der Goldbach, der durch das Schlachtfeld floss, war ein Schlüsselpunkt der Kämpfe, insbesondere auf der rechten französischen Flanke. Darüber hinaus war das Gelände mit Dörfern wie Telnice und Sokolnice übersät, die Schauplatz intensiver Kämpfe und Besitzwechsel während der Schlacht waren. Die Merkmale des Geländes wie Wasserläufe, Höhen und Dörfer beeinflussten die Mobilität der Truppen und die Sichtlinien und spielten eine entscheidende Rolle in Napoleons Strategie und im Erfolg seiner Manöver. Die österreichisch-russischen Kräfte in der Schlacht von Austerlitz bestanden aus etwa 89.000 Männern, zahlenmäßig überlegen gegenüber den Franzosen. Diese Streitkräfte waren in verschiedenen Kolonnen angeordnet, mit einem besonderen Schwerpunkt auf dem Angriff auf die vermeintlich schwache rechte Flanke von Napoleons Armee. Franz von Weyrauter, der österreichische Stabschef, hatte einen Plan ausgearbeitet, der einen Hauptangriff gegen die rechte französische Flanke vorsah. Die Idee war es, diese Flanke zu umgehen, um die französischen Kommunikationslinien nach Wien zu unterbrechen. Die österreichisch-russischen Truppen waren in 4 Kolonnen aufgestellt, formell geführt von Friedrich Wilhelm von Buxhoeweden. Der Plan sah vor, dass diese Kolonnen vom Pratzenplateau herabsteigen und die rechte französische Flanke angreifen, sowie in das feindliche Hinterland vorstoßen sollten. Die russische kaiserliche Garde wurde in Reserve gehalten, während die von General Bagration geführten russischen Truppen den Norden von Austerlitz schützen und sich bei Bedarf dem allgemeinen Angriff anschließen sollten. Der alliierte Plan fiel jedoch in Napoleons Falle, der absichtlich seine rechte Flanke geschwächt hatte, um die österreichisch-russischen Kräfte in eine verwundbare Position zu locken. Der französische Plan und die Aufstellung in der Schlacht von Austerlitz konzentrierten sich auf eine von Napoleon entwickelte Täuschungsstrategie. Sein Ziel war es, die Alliierten in eine nachteilige Position zu locken, indem er ihre Wahrnehmung einer vermeintlichen französischen Schwäche ausnutzte. Zu diesem Zweck zog er strategisch seine Truppen von Schlüsselpositionen wie dem Pratzenplateau zurück, um die Illusion einer zurückweichenden und desorganisierten Armee zu erzeugen. In Wirklichkeit waren die Hauptkräfte der Franzosen in der Ebene vor dem Plateau versteckt und bereit für einen Gegenangriff. Die rechte französische Flanke wurde absichtlich geschwächt, um die Alliierten dazu zu verleiten, genau dort anzugreifen, entsprechend Napoleons Plan. Sobald die österreichisch-russischen Kräfte wie erwartet handelten,
würden die französischen Truppen einen mächtigen Gegenangriff starten, mit dem Ziel, die feindliche Aufstellung zu teilen, das Pratzenplateau zurückzuerobern und einen entscheidenden Angriff auf das Zentrum der feindlichen Streitkräfte zu starten. Weyrothers Plan sah vor, dass die Russen zuerst angreifen und auf die als schwach betrachtete rechte französische Flanke zielen sollten. Um 7 Uhr morgens, kurz nach Sonnenaufgang, bewegte sich die der erste Kolonne, befehligt von den Generälen Michael von Kienmayer und Dmitri Sergejewitsch Dochturow, vom Pratzenplateau mit der Absicht, das Dorf Telnice zu belagern und in Richtung des Turaswaldes vorzurücken. Allerdings wurde der Vormarsch der alliierten Truppen durch logistische Schwierigkeiten wie ungeeignetes Gelände und die Überschneidung der Wege der verschiedenen Kolonnen verlangsamt, die sich oft gegenseitig behinderten. Gegen 8 Uhr griff die erste Kolonne Telnice an, verteidigt vom 3. französischen Linienregiment. Die österreichisch-russischen Truppen, trotz einiger anfänglicher Erfolge, wurden von der französischen Artillerie und Gegenangriffen zurückgedrängt. Im Dorf Sokolnitz, ebenfalls Schauplatz intensiver Kämpfe, widerstanden die Franzosen erfolgreich den anfänglichen Angriffen der Koalition. Nach einem schweren Bombardement mussten die Franzosen das Dorf aufgeben, eroberten es jedoch kurz darauf mit dem Eingreifen der Division von General Louis Friant zurück. Diese Kämpfe erwiesen sich als entscheidend für Napoleons Plan, da sie die alliierten Reserven anzogen und andere Frontsektoren schwächten. Der Angriff auf das Pratzenplateau war einer der entscheidenden Momente der Schlacht von Austerlitz und markierte den Höhepunkt von Napoleons Strategie. Das 4. Korps unter Soult nutzte den Nebel, der das Schlachtfeld in den frühen Morgenstunden bedeckte, um unbemerkt zum Pratzenplateau vorzurücken. Dieser Zug wurde durch Napoleons taktischen Rückzug von den Höhen ermöglicht, der die österreichisch-russischen Kräfte woanders hinzog. Als sich der Nebel lichtete, waren Soults Truppen bereits in strategischer Position. Der darauf folgende Überraschungsangriff teilte die feindlichen Streitkräfte in zwei, verursachte Verwirrung und Desorganisation in ihren Reihen. Dies ermöglichte es den Franzosen, das Plateau zurückzuerobern und den Alliierten schwere Verluste zuzufügen. Die Aktion auf dem Pratzen war entscheidend. Sie kehrte den Verlauf der Schlacht um und demonstrierte Napoleons taktische Meisterschaft bei der Manipulation des Schlachtfeldes zu seinem Vorteil. Im nördlichen Sektor des Schlachtfeldes von Austerlitz kam es zu intensiven Kämpfen zwischen den Truppen von General Lannes, unterstützt von der Kaiserlichen Garde und Bernadotte, und der russischen Avantgarde unter dem Kommando von Bagration. Dieses Gebiet erlebte bedeutende Aktionen rund um den Santon, einem strategischen Punkt für die Kontrolle der französischen Kommunikation. Die russischen Truppen versuchten, die französischen Linien zu durchbrechen, stießen jedoch auf entschlossenen Widerstand. Die Kavallerie unter Murat spielte eine wesentliche Rolle bei der Aufrechterhaltung der Verbindung zwischen dem 5. Korps von Lannes und anderen französischen Einheiten. Diese Kämpfe waren zwar weniger entscheidend als die Aktion auf dem Pratzen, aber dennoch grundlegend für die Unterstützung von Napoleons Hauptoffensive und um den Alliierten die Ausnutzung anderer möglicher Schwächen in den französischen Linien zu verwehren. Das Ende der Schlacht von Austerlitz markierte einen überwältigenden Sieg für Napoleon. Nachdem er das Pratzenplateau zurückerobert und seinen strategischen Plan erfolgreich umgesetzt hatte, gelang es der französischen Armee, die österreichisch-russischen Streitkräfte zu teilen und zu besiegen. Dies führte zu einem generellen Zusammenbruch der Moral und der Organisation des Feindes, zwang viele alliierte Soldaten zur unorganisierten Flucht und mündete in die Unterzeichnung des Friedens von Pressburg, was das Ende der Dritten Koalition gegen Frankreich und die feste Etablierung der französischen Vorherrschaft in Europa markierte. Der Sieg bei Austerlitz festigte nicht nur Napoleons Ruf als führender Militärkommandant, sondern hatte auch wichtige politische Folgen. Es führte zur Unterzeichnung des Friedens von Pressburg und zur Auflösung der Dritten Koalition gegen Frankreich, wodurch die französische Vorherrschaft in Europa erneut bestätigt wurde. Napoleons Belohnung für seine Soldaten nach der Schlacht von Austerlitz spiegelte seine Anerkennung für ihren Mut und ihre Hingabe wider. Napoleon zeigte seine Dankbarkeit durch Beförderungen, öffentliches Lob und in einigen Fällen auch durch Geldprämien. Diese Gesten waren nicht nur ein Zeichen der Wertschätzung, sondern auch ein Mittel, um die Moral der Truppen hochzuhalten und ihre Loyalität ihm gegenüber zu festigen. Ein entscheidender Aspekt für die Aufrechterhaltung seiner Macht und den anhaltenden Erfolg seiner militärischen Kampagnen. Die Auswirkungen der Schlacht von Austerlitz waren sowohl militärisch als auch politisch bedeutsam. Militärisch festigte die Schlacht Napoleons Ruf als einer der größten Militärkommandanten der Geschichte.
Politisch hatte sie die Wirkung, die dritte Koalition gegen Frankreich zu beenden, mit der Unterzeichnung des Friedens von Pressburg. Dieser Vertrag reduzierte den österreichischen Einfluss in Europa erheblich und stärkte die französische Kontrolle über große Teile des Kontinents, was einen Wendepunkt in den napoleonischen Kriegen markierte und das Machtgleichgewicht in Europa wesentlich veränderte. Vielen Dank, dass Sie uns auf dieser Reise durch eine der bedeutendsten Schlachten der napoleonischen Ära begleitet haben. Wenn Sie diesen tiefen Einblick in Napoleons Strategien und die Manöver, die diese historische Schlacht geprägt haben, genossen haben, vergessen Sie nicht, das Video zu liken, den Kanal zu abonnieren und die Benachrichtigungsglocke zu aktivieren, um unsere zukünftigen Inhalte nicht zu verpassen. Bis zum nächsten Mal für einen weiteren faszinierenden Einblick in die Geschichte.